So, machen wir mal weiter. Schauen wir doch mal jetzt nochmal rein hier. Dass sie sich endlich mal wieder sehen, sie dann und Lilly. Das geht doch sonst nicht. Und sie dann träumt schon von Lilly. Kuschelst du dich schon in deinen Thron, ha? Boah, so bitter. Nein! Nein, 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 nein. Nein, ich kann doch meinen Tag nicht ohne erstmal eine frische Tasse Lilly, Kaffee, starten hier. Ihr Lächeln, ihre Stimme. Ihre Stimme ist wie ein schönes Lied. Der ist mega, mega verknallt, der Typ ist der Wahnsinn. Und ihr Lied, es macht, das hebt mich immer sofort auf Folge 7. Unglaublich, aber jetzt. Hey, du kannst immer noch fliegen, Schätzchen. Sieh dann, du kannst es doch schaffen. Ja, Mann, die hat voll recht. Na? Was? Du bist immer noch hier am Rumsitzen und Trübsal blasen? Das ist doch überhaupt gar nicht deine Art. Ja, genau. Hey Mann, stopp doch auch. Stopp doch mal. Ihr wisst doch gar nicht, wie ich mich fühle. Boah, Bam. Da muss erst der Dicke wiederkommen und dich zur Ordnung rufen. Hey, lange nicht gesehen, Zidando. Ja, was ist denn passiert? Du siehst erbärmlich aus. Hey Boss, kann ich wieder zu Tantalus rein? Wir können wieder, Schätze stehlen, so wie damals. Schätze, hä? Ja, es gibt nicht mehr viele Schätze, die hier einfach rumliegen in dieser Welt, mein Junge. Davon abgesehen, ein Tantalus kriegt immer, worauf er seine Augen gesetzt, wo er seinen Blick drauf gesetzt hat. Das ist Regel Nummer 1, erinnerst du dich? Nee, tust du nicht. Ey, das steht dir nicht zu, bei uns mitzumachen. Und verstehst du, was ich meine, hä? Wenn du nicht mal den Kanarienvogel fangen kannst, ja? Dann hast du doch gar nicht, was es braucht, um mit Tantalus mitzumachen, weißt du? Aber Boss, weißt du, wenn du nicht mal das Mädel hier, ja, in deine Fänge kriegst. Mann, 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 Mann. Hey, sieh dann. Gehen wir mal Lilly besuchen? Oh, Mann. Warum kannst du nicht ehrlicher sein, wie dieser kleine Junge hier, hä? Ja, siehst du mal, hat er recht, der väterliche Art. Also, das ist echt so sein Ziehvater, ne? Er hat ihn zwar wie früher viel geschlagen, wie wir mal in einer Zwischensequenz gesehen haben, aber letztlich gibt er ihm doch irgendwie Stärke oder lebt ihm auf jeden Fall vor, wie man dranbleibt und nicht aufgibt. Also, in gewisser Weise eine durchwachsene Persönlichkeit der Baku, aber auch nicht so verkehrt. Lass uns losgehen, lass uns losgehen. Können wir, können wir, können wir? Hast du? Bitte, 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 bitte. Na gut. Ja. Lass uns sie aufmuntern, bevor sie eine Königin wird. Ja, genau. Yeah, zwei Leute in der Party. Ich hätte gerne für unseren Zidane ein neues Schwert. Das hier ist echt nicht cool genug, weil wir haben hier fast alles anzuziehen. Wir müssen mal richtig dick shoppen gehen. Genug Kohle haben wir ja, wie wir hier unten sehen. 53.000. Also von daher müsste es eigentlich klappen. Active Time Event. Oh, habe ich vergessen. Was denn? Baku. Verdammt. Ich habe vergessen, sie dann diesen Brief zu geben. Hä? Was? 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 Wo ist er hin? Habe ich ihn verloren. Siehst du, das mit dem Lachen war schon gut. Also mittlerweile kann ich seine Dialoge. Wenn man so ein bisschen weiß, wie die Leute ticken. So, irgendwo gab es hier einen Laden. Hallo, Mädel. Oh, sorry. Was? Schild? Oh, today. Half Price, Her Majesty, okay. Ey, was muss? Na. Die Leute glauben nicht, die halten nicht viel von den Rittern von Pluto, aber sie sind echt eine töfte Gruppe hier. Ich will bei denen mitmachen. Ich arbeite schon hart und damit ich den. Ich werde hart arbeiten, um den Respekt der Leute zu verdienen. Ja, ist in Ordnung, mach mal, geh mir aus dem Weg. Dankeschön. So, wir kämpfen nicht nochmal gegen ihn. Da war der normale Laden. Aber irgendwo gibt es noch mehr andere Läden. Da schauen wir doch mal nach. Hier vorne, glaube ich, gab es noch mal einen anderen Laden. Weil wir müssen Sachen kaufen. Ich habe so viel Geld, das muss raus. Ey, das ist ein Synthesis-Typ, oder? Hey, ich bin voll offen heute. Haben wir schon. Angel's Bless. Ein Mithril, lecker. Ja, komm, kaufen wir. Gebaut. Und das hier? Zwei Mithril-Daggers.
Das heißt, wir könnten gleich 2 Mithril-Daggers kaufen und dann das Ding bauen. Cotton Rope haben wir auch gar nicht. Das heißt, wir brauchen eine. Yellow Scarf. Brauchen wir auch. Wir brauchen jetzt einfach mal alles. Den Rest können wir später nachkaufen, würde ich sagen. Gold Choker. Klar. Ein Powerbelt. Auch geil. Klar, kriegen wir hin. Haben wir mehr als einen Moonstone? Ich denke schon. Feather Boots. Klar. Oh, warte mal, den haben wir doch gerade verbaut, den Gold Shocker. Den können wir auch gar nicht benutzen. Wahrscheinlich ist das ein Ding für Aiko. So wie es aussieht jedenfalls. So, dieses pinke. Exploder. Ja, oh, wie viel Attack der hat. Ich meine, wir erinnern uns. Ich glaube, dieses Maximum-Ding, oder er hat nachher irgendwie irgendwas um die 100. Und Thievery? Was ist das denn? Confused, geil. Mit Status-Adden dabei. Das wird super. Hast du noch? Hast du noch was Neues? Survival West? Nee, nichts Neues. Sapphire. Warte mal, hier ist was. Autofloat. Sweet. Sweet. MP-Attack? Sagt mir gar nichts. Das sieht mir eher aus wie ein Ding, was man irgendwie jemand anders anziehen müsste. Vor allem, weil es auch Counter hat. Vielleicht hat das ja auch noch viel anders Counter. Ich glaube. Alert. Ich glaube, er kann mal Germinas Boots anziehen, oder? Ja, finde ich schon. So, wie sieht's aus? Brauchst du mal neuen Stuff, finde ich. Du hast zu wenig Stuffs. Außerdem brauchst du nochmal mehr Klamotte. Das auch nicht. Und hier? Ja, hier komm. Autofloat kannst du. Er kann kein Counter. Ja, okay, ist ja auch logisch. Dafür lernst du jetzt Autofloat. So viel dazu. So. Können wir Body Temperature mal wegmachen. Und machen dafür... Autofloat kostet 6. Aha. Insomnia weg. Autofloat rein. Nein, kein Autopotion. Jetzt Status. Was hat er denn für einen Status an seiner Waffe? Slow. Es war eigentlich immer ganz gut, dass ich den Edge-Status drin hatte, weil Slow war immer ganz cool, wenn Vivi zugehauen hat. Dann haben wir halt 3 über, was soll's. Und er hat eine ganze Menge schon. Bandits. Ja, okay. Alert muss er rennen haben, auf jeden Fall. Weil ich will keine Back-Attacks mehr. Das ist so ätzend. Und Status, gut. Und jetzt gucken wir uns seine aktive Ability an, und zwar Thievery. Physical Damage. Klingt aber so, als würde man dabei noch was klauen können. Ich würde sagen, das finden wir gleich raus. Und lauf erstmal rüber. Ich glaube, hier können wir normale Sachen kaufen, oder? Shopkeeper! Ja, und zwar... Oh, nicht 11. 2 Mithril-Dagger, dann können wir noch mehr Sachen bauen. Gladius. Weiß ich gar nicht. Oh, Oak Stuff, pass mal auf. Haben wir noch irgendeinen, den wir nicht haben? Oh, warte mal, hier, was ist das? Lamias Flut? Die haben wir, glaube ich, schon verarbeitet, oder? Erstmal runterscrollen, die dicksten Dinge kaufen. Plate Mail. Oh, Spirit. Ich würde sagen, wir gehen nachher nochmal shoppen, wenn wir alle dabei haben. Klar, brauchen wir... Magic Cloak. Goldhelm, immer. Mithrilhelm. Babut, haben wir gerade verbaut. Egal, trotzdem gut zu haben. Ein Twist-Headband. Ein ritueller Hut. Was ist das hier? Bonewurst, klar. Oh, was ist das? Ein Pinwheel. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir das als Zutat für irgendwas. Brauchen wir auch noch. Einfach alles einmal haben, dann können wir nämlich sehen, ob wir... Poison Knuckles. Oh, wir sind gleich alle mit Geld. Upsi. Ich glaube, ich muss gleich mal Geld farmen gehen. Sonst können wir uns dann nicht mehr alles leisten. Nein! Okay, jetzt habe ich alles gekauft, was es gibt. Das war vielleicht nicht so schlau. Aber gucken wir einfach nochmal, was er im Prinzip da hätte. Was wir kaum machen könnten. Was, ich meine, klar, können wir nicht machen, weil kostet zu viel. Oder? Nee, gar nicht. Desert Boots.
Glasbacke. Ja, geil. Rein damit. Oder? Haben wir gemacht, ja. Was können wir noch alles kaufen? Bauen? Nee, sonst nix. Okay. Gut. Aber wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig Geld, um das alles herzustellen. Was ist mit diesem Glasbackel? Mit Trail-Armless? Magic Armlet, okay. Glas Armlet. Dieses Wackelding muss ja irgendwie. Was ist denn das bisschen für ein Ding? Das ist immer so unübersichtlich, diese ganze Geschichte hier. Na komm, wo bist du? Wo bist du? Glasbackel. Ach, du bist ein Gürtel. Okay, ja, zu blöd. Dann bist du sicherlich hier an was? Glasbackel. Antibody, Status, Thunder. Schade, aber viele gute Zustände. Aha. Ja, auf jeden Fall gut. Raised Spirit. Da muss man sagen, ist super. Kann man nochmal vielleicht später verwenden. Gut, dann bin ich erstmal pleite. Und, dann machen wir erstmal weiter mit der Story. Und schauen wir mal. Ups, hier. Ah. Gut. Dann würde ich sagen, also das ist jetzt der Item-Shop. Machen wir erstmal da weiter. Und später mache ich dann wahrscheinlich nochmal eine Level-Session oder irgendwas und farme mir ein bisschen Gold zusammen. Weil, geht ja nicht, dass wir pleite sind. Oh, Freier gibt's auch noch, richtig. Ah, dieser zieht dann. Kommt nicht mal vorbei, um Hallo zu sagen. Oh yeah. Ihr seid zwei Kämpfer, hä? Huh? Hey, warum glotzt mich so an? Was glotzt denn so? Na, wer kennt das Spiel? Ha. Bist du wirklich so eine harte? Hey, ja. Probier es doch aus. Hey. Ich suche keinen Ärger. Aber ich werde zurückkämpfen, wenn der Ärger mich findet, ne? Warum entschuldigst du nicht? Und vielleicht vergebe ich dir. Hey, hört mal sofort hier auf, oder ich werde euch alle mit öffentlichen Ärgernis hier, weißt du, schon hier einknasten. Ey, was geht denn hier ab? Sieh dann! Ich würde ja gerne mal irgendwie hier mit dir reden und sowas, aber ich bin gerade voll beschäftigt. Ist sie eine Freundin von dir? Dann erzähl ihr, wer ich bin. Erzähl ihr, ich bin der flammende Amarant. Ey, sorry, Amarant, ja? Sie ist nur so ein bisschen genervt über irgendwas. Irgendwas, womit ich nichts zu tun habe. Ja, sorry, Babe. Das sind meine Freunde, ne, Ische. Ja. Ey, willst du sie mal hier, ne, dass sie da nicht irgendwie hier einknast ist, weil, meinetwegen? Ja, natürlich. Prinzessin Garnet hat uns gefragt, dass wir speziell Behandlung euch, also euch besonders gut behandeln, so Meister Vivi und Mrs. Freya und Lily. Ja, ich seh schon, dankeschön. Hey Freya, ne, sag mal ein bisschen, chill mal eine Runde. Alter, weißt du, warum ich wirklich mies drauf bin? Wegen dir! Ja, wo warst denn du? Lily wird jetzt Königin und du wanderst irgendwo rum. Sag mal, hast du irgendwas über Kuja rausgefunden? Ne? Sag schon. Also eigentlich habe ich versucht, mal mehr Info zu finden, aber ey, sag mal, hör mal zu hier, ja? Also wenn Kuja verantwortlich ist dafür, dass Lillys Eidolons geklaut worden, ne? Und dass Brane umgebracht wird, die ja mit ihm zusammengearbeitet hat, glaubst du nicht, er würde nach hinter Lily auch hinterher sein jetzt? Scheiße, guter Punkt. Ja, ich weiß. Aber was kann ich machen? Ich konnte noch nicht mal mit ihr reden, oder? Ich weiß noch nicht mal, ob ich sie beschützen kann. Davon abgesehen, wird sie jetzt Königin sein. Sie wird all die Wachen um sie herum haben, die sie braucht. Sie braucht mich gar nicht. Ey, Junge. Aber sieh dann. Ich glaube, Lily möchte dich sehen. So, also gehen wir jetzt los? Ja, genau. Aber wir werden sofort abhauen, sobald wir fertig sind. Ey, sieh dann.
Du wirst nicht von mir wegkommen, ha? Du schuldest mir immer noch eine Revanche. Fahr, bedien dich. Oh yeah. Ah, siehst du mal. Oha, hallo Freier. Wir müssen was equippen. Partisaner hast du noch gar nicht gelernt. Aber ich habe dir eine Eislanze gebastelt. Du hast noch ein paar Boot an, aber du könntest jetzt schon den Goldhelm anhaben. Das machen wir doch mal. Thunderglobs. Ja, die sind eigentlich ganz gut, ne? Chainmail. Aber du könntest einen Mithril-Armor anhaben. Dann machen wir das auch. Emerald. Oje, oje, oje. Counter. Du brauchst Counter. Definitiv. So. Ach, jetzt müssen wir dich erstmal wieder hochleveln hier. Du hast so wenig Level. HP plus 10, das ist gut. Du brauchst aber Counter. Das heißt, du brauchst mal ein bisschen weniger hier an solchen Killern. Und ein bisschen mehr. Ne, ersetzt ist. Warte mal. Dann halt noch Maneater nicht. Dann machen wir hier Counter rein. Cover. Okay, so viele Lebenspunkte haben wir nicht. Machen wir Bird und Dragon Killer raus. Was ist MP Attack? Ah, man kann Attack Power raisen. Status, sehr gut. Hier Headed, macht keine Konfusion. Oh, ist aber schwierig hier. Kling, 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 kling. Okay, machen wir mal einen Status dazu. Und machen wir mal, Man-Eater dran. Ich finde das Ding gut. Ich will mal wissen, was sie für einen Status auf ihrer Waffe hat. Gar keinen. Das ist doch scheiße. Dann brauchst du auch keinen Status adden, finde ich. Dann kann sie lieber nochmal irgendwie Käfer töten. Warte mal, kann noch mehr töten. Und Untote. Super Sache. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Oh, warte mal. Gehen wir hier zu Lilly? Ja, klar. Ab zum Schlösschen. Paddel, paddel, paddel. Mhm. Oh je, oh je. Dum, 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 dum. Oh, warte mal, hier eine Fontäne. Na egal. Hallo Schloss, ich komme. Lilly. Lass mich los. Flomp. Hey, es ist auch keine Art, wie man eine Lady behandelt. Ach, hör mal auf, hier rumzumotzen, oder ich schmeiß dich ins Verlies. Hey, was passiert, Alko? Sieh dann. Oh, es war so schlimm, es war so furchtbar und alles furchtbar. Er hat mich Lügner genannt und laut und alles. Und der war voll gemein zu mir. Ja, das hat er auch recht, ne? Boah, bist du fies, ne? Sag das nochmal. Mann, ich hasse Kinder. Hey, chill mal, ja? Wie heißt denn du? Ich bin Aiko. Aiko Carol von Madain Sari. Madain Sari? Da habe ich noch nie von gehört. Weißt du gar nichts? Madain Sari ist ein... Ruhe! Na, was macht ihr alle hier? Das hier ist doch das königliche Schloss. Ich meine, ihr gehört euch alle nicht hin. Hallo, Mr. Steiner. Oh, Master Vivi. Es ist eine Freude, dich wiederzusehen. Ne? Ja. Wir sind hierher gekommen, um Lilly zu treffen. Die Prinzessin? Ja, also, wenn Meister Vivi das wünscht, dann könnte ich ein Meeting arrangieren, nicht? Also. Ach, er ist so ein Schambolzen, der kleine Vivi. Oder der Steiner ist so bekloppt und beeindruckt von Magie. Ihr wartet alle hier. Dum, 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 dum. Schepper, Schepper. Prinzessin, wir sind bereit. Sie hat so ein albernes Zeug an. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Jetzt ist sie wieder gar nicht. Nicht mehr Lilly. Boah, sie sieht so schön aus. Wow, so schön. Vorzüglich. Hey, sieh dann. Sagst du gar nichts?
Nee, ich glotz nur. Nö. Ich finde das Kleid nicht hübsch. Prinzessin, wir müssen jetzt los. Mach sie dann. Hat sie gerade gepiept beim Rückwärtsgehen? Entschuldigung. Okay. Hey, Lilly, warte mal. Dum, 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 dum. Lilly, ist das letzte Mal, dass wir uns sehen werden? Nein, natürlich nicht. Ich werde doch nicht die Möglichkeit haben, in der Welt herumzuwandern ohne euch. Also ohne euch nicht mehr. Aber ich werde niemals vergessen, was für eine Reise wir hinter uns haben. Lilly, ich wollte eigentlich, dass wir irgendwie ganz gute Rivalen bleiben, für immer. Rivalen? Ach, Eiko, du sagst manchmal lustige Dinge. Oh, aber da gibt's ein paar Dinge, die ich hier geben wollte. Lass mal die Juwelen tauschen, als Zeichen unserer Freundschaft. 2 von meinen Juwelen und 2 von meinen Juwelen. Tschüss, Eiko. Schalüff. Schlurf, schlurf, schlurf. Schepper, 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 schepper. Warum sagst du nichts zu ihr, Sidan? Ich weiß nicht. Ich hab's versucht. Und? Ich konnte nichts sagen. Ich hatte eine ganze Rede vorbereitet für sie. Aber es wäre eine Lüge gewesen. Wie könnte ich nur ihr gegenüber lügen? Viel Glück, Lilly. Ich werde dich von der Ferne beobachten. Ich komme und find mich, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Das ist alles eine Lüge. Das ist gar nicht, wie ich mich fühle. Es ist nicht so, wie ich mich fühle. Überhaupt nicht. Oh je, ist das schon wieder lang. Da wird wieder eine lange Folge heute. So, also gibt's nur Raum für Lilly in Zidans Herz. Ich wünschte, ich hätte diesen blöden Brief nicht geschrieben. Zidan sah so traurig aus. Gibt's gar nichts, was ich für ihn tun kann. Ah, Zidan, ich hasse dich. Du unsensibles Arsch. Du glaubst gar nicht, wie ich mich fühle und überhaupt und ich fühle mich schlecht. Was? Oh, ich fühle mich schlecht darüber, dass ich ihn jetzt hier versetzen werde, aber ich glaube wirklich nicht, dass ich ihn heute Abend sehen möchte. Weil Eiko ja davon ausgeht, dass er den Brief bekommen hat und dass er deswegen sich heute Abend mit ihr am Brunnen treffen wird. Na, ich verstecke mich lieber, bevor er auftaucht. Huch, Mist! Da kommt jemand. Könnte es sie dann sein? Hihi. Wer kommt denn da? Hey, es ist keiner hier, Kumpel. Ja, ich glaube, ich bin zu früh. Na, vielleicht. Ich frag mich, wer dir diesen Liebesbrief geschrieben hat. Naja, lies ihn einfach. Ich glaub sie. Ich wette, sie ist total hübsch. Wirklich? Bist du sicher, dass du ihn nicht dir selber geschrieben hast? Ich meine, du hast den Brief mitgekriegt, aufgefangen, als er über dir runtergefallen ist, ne? Ja, ich erzähl dir, sie war viel zu schüchtern, um mir den Brief selber zu geben. Und, naja, glaubst doch nicht, ne, wenn du glaubst, dass ich kein Ladies Man bin, dann liegst du aber falsch. Die Mädels sind völlig eingeschüchtert von, ey, da kommt jemand. Upsi, Markus, bla, red mir nicht rein, wenn ich rede. Manno, ach Mann. Haben alle einen Brief bekommen, oder was? Ich muss die Sicherheit hier beim Schloss ein bisschen auffrischen, weil hier rennen ja überall so Leute rum. Mann, Mann, Mann. Oh, da liegt der Brief noch übrigens. Vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang, Regen oder Sonnenschein, ich muss das Schloss patrouillieren. Rechts, sauber. Links, sauber. Huch, ein Stück Papier. Oh, sieht aus wie ein Brief. Lass mal lesen.
Kennen wir schon, wenn die Nacht, bla 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 bla, ich warte an dir, für dich am, auf dich am Dock. Oh, oh meine Güte, das ist ein Liebesbrief. Oh je, oh je, hm, wer schrieb ihn denn wohl wem? Kein Adressat, kein Adressant und kein Absender. Hm. Hat den hier jemand hingelegt, in dem sicheren Wissen, dass ich hier vorbeischauen werde? Wer könnte das getan haben? Steiner! Beatrix, warst du es? Oh, lieben die sich etwa? Das ist eine der geilsten Szenen eigentlich im ganzen Spiel. Ey, Brudermann! Psst, ruhig! Steiner! Beatrix! Boah, was wird wohl passieren? Meine Nase blutet. Typisches Japaner-Ding. Wenn die erotische Spannung zu hoch wird, dann kriegen die mal einen Nasenbluten. Dann steck deinen Daumen rein! Okay. Achu! Natürlich kommt der Dicke vorbei und vermasselt alles. Achu! Ey, Boss! Boah, Mann, ihr habt's voll ruiniert! Wie das aussehen muss, wenn da plötzlich alle möglichen Leute aus den Verstecken kommen, während die da eigentlich was Romantisches machen. Oh Mann. Oh Mann, sieh dann, wo ist er bloß hingegangen? Und das werden wir in der nächsten Mal erfahren. Blöder Cliffhanger, aber die ganzen storylastigen Parts, das heißt, ich mache jetzt noch eine längere Aufnahmesession als eigentlich gedacht, weil ich will erstmal hier zu einem vernünftigen Savepoint kommen. Und dann geht's weiter in der nächsten Aufnahme.